Zum Südkorea-Interview steht bei mir Sandra Schneider, TV Bad Säckingen, Badmintonspielerin. Sie ist Spielführerin des Teams. Sandra, ihr seid souverän in die Baden-Württemberg-Liga aufgestiegen. Genau. Glückwunsch. Danke. Wie ist euer Gefühl? Sensationell. Also wir haben lange darauf hintrainiert und immer wieder war es ganz knapp, dass wir nicht aufgestiegen sind. Und endlich ist es entschieden, auch schon am letzten Spieltag, dass wir in die Baden-Württemberg-Liga aufsteigen. Und alle sind total happy und freuen uns. Und heute Abend gibt es noch eine Feier. Und die zweite und dritte Mannschaft ist ja dann auch gerade heute, haben das letzte Spiel und kämpfen, dass sie auch aufsteigen. Also vielleicht gibt es einen Triple-Sieg, dass wir alle drei nächste Saison höher spielen. Ja. Das ist ja ein riesen Ding für den Verein. Auf jeden Fall. Für so eine kleine Ortschaft wie Bad Säckingen, wo eigentlich mal klein angefangen hat. Viele sind von Öflingen, Schopfheim dazugekommen. Wir haben viel dafür trainiert und viel dafür gegeben. Auch gerade, weil zwei Leute bei uns in der ersten Mannschaft nicht von Bad Säckingen kommen, sondern eine Berlin und einer von Hannover. Alle geben ihr Bestes und versuchen immer zu jedem Spieltag da zu sein, viel zu trainieren. Und ja, wir haben viel Unterstützung und das ist super. Was macht der Erfolg aus von der Mannschaft? Ja, der Zusammenhalt auf jeden Fall. Wir sind alle super gut befreundet miteinander. Wir kommen alle super gerne ins Training, versuchen das immer irgendwie hinzubekommen. Sonntags vor allem haben wir eine lange Trainingszeit von 12 bis 4, 12 bis 5. Und genau, versuchen immer alle da zu sein. Und das ist der Erfolg. Also, alle füreinander da zu sein, wie man auch jetzt gerade hört, die Trommel, wir freuen uns immer alle gegenseitig an, coachen uns, sind immer füreinander da und ich glaube, das zählt auch dazu, zu den sportlichen Leistungen. Wie hoch ist Badminton im Kurs hier in der Stadt? Wie wird das wahrgenommen dann? Eigentlich eher wenig, also wie Sie sehen, wenig Zuschauer eigentlich da. Mal gucken, wenn es in der Bayern-Mühl-Liga, dass wenn wir aufsteigen, vielleicht das ein bisschen mehr in der Presse, dass die Leute es immer mehr mitbekommen. Also gerade in der Jugend, wir haben jetzt auch Montag viele neue Zugänger und hoffen dadurch, dass wir ein bisschen populärer werden und dass mehr Leute Badminton kennen und auch gerne mal an einem Samstag zugucken kommen können. Jetzt spielt ihr in der höchsten Spielklasse im Land. Mhm. Wie bereitet ihr euch vor auf das? Also jetzt erstmal schön ausklingen lassen und feiern, dann in ein, zwei Monaten geht es auf jeden Fall wieder los und trainieren dann drei, vier Mal die Woche. Wir wollen jetzt auch freitags wieder ein bisschen Fitnessprogramm hier starten, also mal eher kein Badminton und immer weiterhin sonntags schön trainieren und versuchen da immer noch einen neuen Trainer zu suchen. Wir wechseln es immer zur Zeit ab mit dem Training und halten das durch, also drei, vier Mal die Woche auf jeden Fall trainieren. Wie siehst du die Chancen? Dass wir, also erstmal möchten wir natürlich die Liga halten. Das ist erstmal unser Wunsch, unser Ziel, dass wir in der Bayernliga bleiben. Ich denke, wir haben sehr, sehr gute Chancen, denn Konstanz, die letztes Jahr bei uns in der Bahnliga gespielt haben, die sind jetzt auf dem Tabellendritten Platz und wir haben letztes Jahr gegen die 5-3 gewonnen. Also ich denke, wir werden auch wieder nächstes Jahr, ich bin sehr optimistisch, oben mit drin spielen. Dann wünsche ich viel Erfolg in der nächsten Saison. Danke. Auf schöne Spiele hier in der Hinterburghalle. Und danke fürs Interview. Super, danke.